Was ist ein typischer Brandenburger? Ein Film von Marvin Pulter, Nicolas Tietze und Jonas Mücke. Hier in Lübbenau, am Lübbenauer Hafen, quasi im Herzen des Spreewaldes, treffen täglich Touristen aus ganz Deutschland aufeinander. Aber auch viele Brandenburger freuen sich immer wieder auf das schöne Spreewaldambiente. Gerade hier ist es interessant zu erfahren, was die geläufige Meinung über den typischen Brandenburger ist. Ist er wirklich so hilfsbereit, wie er immer behauptet? Wie sieht das Leben des typischen Brandenburgers aus? Und welche Rolle spielt seine Heimat dabei? Wir haben einige Leute gebeten, ganz offen über den Brandenburger zu reden. Was ist in Ihren Augen der typische Brandenburger? Welche Merkmale weist ein typischer Brandenburger auf? Der Brandenburger. Was unterscheidet ihn von anderen? Ich denke mal, der Brandenburger hat so eine gewisse Sturheit und auch Zielstrebigkeit. Ach, der typische Brandenburger ist eigentlich ein stolzer Mensch und hat seine Heimat gern. Ich will ja hoffen, dass er höflich ist, freundlich. Was soll ich sonst sagen? Manche sagen, sie wären ein bisschen stur, aber das weiß ich nicht, das kenne ich zu wenig. Ja, wir sind hier immer mal zum Urlaub und treffen eigentlich auf angenehme Leute. Manchmal ein bisschen unterkühlt, aber das passt schon. Wenn man ihnen freundlich gegenübertritt, sind sie auch freundlich. Ruhig, gelassen, finde ich. Ja, also die Erfahrungen, die ich hier erstmal gemacht habe, dass die unheimlich hilfsbereit sind. Mal pünktlich sind sie alle. Ja, weil die Leute das, aber sie sind freundlich und behilfsam. Der typische Brandenburger wird also vom Großteil der Befragten als freundlich und hilfsbereit gesehen. Viele schätzen ihn auch als zurückhaltend ein. Aber wie lebt dann ein typischer Brandenburger? Naja, es scheint recht bodenständig zu sein. Also er weiß, wo er herkommt. Ja, weiß auch, wo er hin will. Wir singen gerne ein bisschen und feiern auch gerne ein bisschen und ja, wir fühlen uns eigentlich wohl. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben in diesen zwei Tagen, war sehr romantisch, würde ich mal sagen. Es hat nicht viel mit Großstadt zu tun, also es ist ja Potsdam, was mir einfällt, aber halt ja, eben auf dem Land schon mehr ländliches Leben, das stelle ich mir so vor. Wir mögen die Ruhe, Harmonie, wir sind nicht so für Großstadtrummel. Also ich denke, der lebt ganz zufrieden mit der Natur, ist sehr menschenoffen und integriert vielleicht auch seine berufliche Tätigkeit mit in die Natur ein. Das Leben des typischen Brandenburgers ist also sehr ländlich geprägt und wird demzufolge ebenfalls als ruhiges und entspanntes Leben gesehen. Auch hier kommt wieder der Aspekt der Naturverbundenheit zum Tragen. Also würden Sie sagen, dass der typische Brandenburger doch noch sehr traditiongebunden ist und nicht wirklich ein moderner Mensch ist? Nicht aus. Er kann traditionsbewusst sein und kann aber auch genauso gut dem modernen Ding des Alltags nachgehen. Also ich würde sagen, die leben noch traditionsgebunden. Glaube ich, dass der Brandenburger schon auch ein moderner Mensch ist, also warum nicht? Ich denke eigentlich traditionsgebunden. Wir haben sicherlich bewusste Traditionen, aber ich denke auch, ein moderner Mensch zu sein. In den Spreewaldregionen würde ich mal sagen, ist er sehr traditionsgebunden, aber außerhalb dann nicht mehr, da ist er sehr modern. Ja, in jedem Fall. Also er pflegt auf alle Fälle seine Tradition. Die zum Beispiel wären? Na, zum Beispiel der Spreewald, Sanssouci, was gibt's da noch? Dass die Trachten auch noch getragen werden. Ne? Aber ich denke auch hier diese Gurkenkonserven, das ist Tradition. Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass der typische Brandenburger noch sehr traditionsgebunden lebt. Als Tradition fallen den meisten neben den Kranfahrten in erster Linie die Trachten ein. Hier in Leipe trafen wir Traute Romke. Sie führt mit zwei weiteren Personen die Heimatstube von Leipe. Dort angekommen zeigte sie uns alte Arbeitsmaschinen und führte uns durch die Heimatstube. Im Hinterhof stellten wir auch ihr einige Fragen zum typischen Brandenburger. Wir kochen, wir tanzen, wir machen Spaß, wir gehen spazieren, wir fahren Fahrrad. Wir haben uns ganz schön festgesetzt in Brandenburg, ne? Ja, wenn Sie an spreewaldische oder auch an brandenburgische Traditionen denken, was fällt Ihnen da als erstes ein? Na, vor allen Dingen die Trachten. Die haben wir wieder dolle aufleben lassen. Nach 45 war ja mal eine Weile Ruhe und auch schon im Krieg. Aber jetzt hier so nach der Wende, da hat sich das wieder ganz schön eingespielt und haben wir ganz schön wieder aufgebaut. Frau Romke näht in ihrer Freizeit noch viele Trachten. Zurück in der Heimatstube zeigt sie uns einige von ihnen. Wir bedanken uns bei Frau Romke und wünschen ihr noch viel Spaß mit der Heimatstube in Leipe. Dankeschön, Dankeschön. Wir werden noch ein bisschen dran feiern hier. Doch zurück zum Lübbenauer Hafen. Gerade als wir die Leute nach den preußischen Tugenden befragen wollten, liefen uns diese drei Hoheiten vor die Kamera. Ich bin
der König von Preußen, Friedrich II. Das ist meine Schwester Wilhelmine. Sehr angenehm. Und das ist der Korporal Schmidt. Wie denken Sie über den typischen Brandenburger? Was kennzeichnet den typischen Brandenburger? Alles. Er ist einfach der Beste. Oder Schmidt? Der Brandenburger ist korrekt. Der Brandenburger ist ordnungsliebend. Okay, haben Sie schon mal etwas von den preußischen Tugenden gehört? Strebsam, arbeitsam, fleißig, Disziplin und Ordnung, Sauberkeit, Gehorsam, Pünktlichkeit. Das sind schon Tugenden. Spricht zwar immer wieder davon, aber sie werden nicht unbedingt im Alltag noch so treu und brav gelebt wie früher zu Fritzens Zeiten. Es ist ja immer noch gesagt, jeder nach seiner Fasson glücklich werden, aber ein paar Dinge müssen schon stimmen. Wenn die preußischen Tugenden nicht wären, dann wären wir heute immer noch sächsisches Gebiet. Also würden Sie nicht sagen, dass die preußischen Tugenden auf den typischen Brandenburger heute zutreffen? Glaube ich wohl nicht. Nein. Ja, die preußischen Tugenden sind vielleicht in gewisser Hinsicht ein bisschen überholt. Ja, auf die ältere Generation vielleicht schon, aber auf die jüngere Generation bin ich der Meinung, ist das nicht mehr so ausgeprägt. Ich würde schon sagen, dass die Brandenburger doch eine Menge solche Tugenden haben. Sag's auch, dass ich ein Geizhals bin. Die Meinungen über die preußischen Tugenden gehen also ein bisschen auseinander. Während einige der Meinung sind, sie sollten wieder strenger gehandhabt werden, sagen andere, dass es gut ist, dass sie etwas aufgelockert sind. Aber wie wichtig sind die preußischen Tugenden heutzutage wirklich noch? Was gefällt einem Arbeitgeber an einem so tüchtigen Brandenburger? In Carlo haben wir Michael Suchner zu dem Thema befragt. Sind Ihnen diese Tugenden auch wichtig, speziell wenn Sie jetzt an Ihre Arbeitnehmer denken? Sind mir sehr wichtig. Also diese Tugenden werden bei uns ganz groß geschrieben. Okay, und inwiefern vermitteln Sie diese Werte? Ja, vermitteln wir sie, indem wir das als Geschäftsleitung, also Herr Kaltschmidt als der Chef und ich als Meister, so weit wie möglich versuchen vorzuleben, indem wir unsere Termine halten, unsere Arbeit zu organisieren, dass das auch alles vernünftig abläuft und indem wir unsere Mitarbeiter auch immer wieder daran erinnern und schulen und darauf hinweisen, dass gerade solche Sachen sehr wichtig sind, um einen zufriedenen Kunden letztendlich nach Abschluss der Arbeit zu hinterlassen. Herr Suchner nahm uns mit auf eine Karlauer Baustelle, wo wir seinen Angestellten bei der Arbeit zusehen durften. Vor Ort zeigte er uns, wie seine Firma mit der Sparsamkeit umgeht. Wir versuchen es speziell umzusetzen im Umgang mit den von uns eingesetzten Materialien, dass wir dort darauf achten, dass nicht unnötig Leitungsverschnitt zum Beispiel entsteht. Wir bedanken uns bei Michael Suchner und wünschen ihm und der Firma noch viel Erfolg. Abschließend können wir den typischen Brandenburger als einen sehr freundlichen, hilfsbereiten, wenn auch manchmal zurückhaltenden Menschen beschreiben. Seine Freizeit verbringt er gerne unter anderen Menschen und genießt dabei die Natur. Gerade auch was die Arbeit betrifft, vereinigt er noch viele preußische Tugenden in sich. In vielen Herzen der doch meist traditionsgebundenen Brandenburger hat der Spreewald seinen festen Platz.